Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und die Boltenier ist auch am Start. Wir stehen hier noch im Lager und wollen mit Leofard noch ein bisschen Widerstand leisten. Worüber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es geht einfach mal los. So. Theodreths Kundschafter sind tapfer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, gegen die geballte Macht der Ochsensippe und der Drachensippe anzutreten. Mit Hilfe eines Helden jedoch schaffen sie es vielleicht, dem Sturm zu trotzen, der südlich nach Rohan weht. Genau, und der Held sind wir. Und, naja, ich gucke mal. Das Wetter hat sich ganz schön geändert jetzt gerade. So. Ein Plan, Bolzeniel. Wir sind eine Handvoll gegen zwei Truppen von dunländischen Kriegern. Ich gebe nur, ich plane nur, dass ich viele von ihnen mit ins Grab nehmen werde, wie möglich. Also so viele von ihnen. Und hoffe, dass mein Opfer nicht vergebens sein wird. Ich kann euch keine Vorwürfe machen, wenn ihr eure eigenen, wenn ihr euer eigenes Leben erhalten möchtet. So schnappt euch Langschritt, wenn sich das Kampfgeschehen zum Schlechten wendet und flieht aus der Schlacht. An die Waffen, meine Brüder, für Erl und für Helm. Das heißt, ich kann also abhauen. Das ist sowas wie eine. Kommt mir das gerade so vor wie eine Selbstmordmission? Ich sollte vielleicht mal. Ja. Ich muss mal Zeit genießen. Ja, das haben wir. Es ist nebelig. So, nehmen wir diese Mahlzeit hier. Und hauen zu. So, hier hinten nähern sich Leute. Bin mal gespannt, was das werden soll. Oh, wir haben Bösewicht mit stärkerer Macht. Den kriegen wir aber auch hin. Noch alles kein Problem. Noch. So, den haben wir. Da hinten kommt schon der nächste. Oi, 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 oi. So, hier hinten. Da ist ein Langschritt und da ist ein Hauptmann und die anderen auch. So, den haben wir. Der nächste Hauptmann kommt da hinten. Na, noch geht's ja. Wenn die alle so schön einzeln kommen, dann sehe ich hier kein Problem damit, übernehmmäßig schnell abhauen zu wollen. Okay. Jetzt kommen mal ein paar mehr. Nur am Kämpfen hier. Nur am Kämpfen. Ah, den Hauptmann haben wir. Ja. Den haben wir auch. Da hinten geht's weiter. Geh extra ein bisschen näher ran. Ja. Deswegen. So, ich gehe am besten immer mit den Typen mit. Macht sich günstiger. So, ihr geht da lang, dann gehe ich auch da lang. Ja, und bleib hier bei dir. Blöder Ochsensippentyp. Aber nicht mit mir, du, nicht mit mir. So, hier hinten haben wir zwei, da sind auch mehrere Leute am Start wieder. Hohoho. Bin schon ganz gespannt. Oh, den haben wir schon geschafft. Okay, wunderbar. Irgendwas ist gerade aufgestiegen. Das ist auch wunderbar. Aber ist nicht unser Problem. Noch nicht. So, ein Speerträger. Ist aber auch ein Nebel. So. Haben wir. Da kommt Nachschub. Der Schildträger, komm mal her. So, den haben wir auch. Hier hinten ist der nächste Spaß am Start. Ein weiterer Hauptmann. Ja, solange die so einzeln kommen, ist alles gut. Ne? So, das kann ich ewig so weitermachen. Ich habe Zeit. Aber
Naja, irgendwie habe ich ein bisschen die dunkle Befürchtung, dass das ja, nicht mehr ganz so schnell, so stark, so weit vorangehen wird. Wir werden sehen. Mhm. Ah, ein bisschen Wortgestöber schadet auch nie. So, ich kümmere mich mal um den Reiter. Macht ihr schon mal weiter? Ich kümmere mich um den Reiter. Zu zweiter. Sonst nichts weiter. So. Oh, bin doch zu zweit. Na gut, machen wir mal einen Blitz noch mit hin. Kümmert euch drum, ich halte die hier auf. Ach, da seid ihr ja schon wieder. So, weg ist er. Zum nächsten. Da reitet noch einer durch Spät, durch Nacht und Wind. Und ich glaube, das war dein Fehler. Ich glaube, der spinnt. So, tschüss. Für Saruman. Oder, nee, gegen Saruman. Aber wenn er hier immer so kleine Armeen schickt, ne, dann wären wir heute nicht mehr fertig. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir können den ganzen Tag so weitermachen. So, Herr Hauptmann. So weit, so gut. Dann hier unten die Ecke. Da ist der nächste Reiter. Torwald ganz alleine. Können wir jetzt ändern. Ja. Hoho. So, Kollege. Ich nehme die Bogenschützin. Und den Reiter. Macht ihr mal bei den anderen weiter. Kommt noch ein Schildträger, ja, wir haben hier ein bisschen viele. Andererseits, ja, jetzt bin ich wieder viele. So, einer für alle und alle für mich. Alle für einen, denn einer bin ich. Na, kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich mal so lange permanent am Fighten war. Das ist interessant. Ist mal eine coole Mission, muss man sagen. Früher gab es ja immer mal eine Atempause, aber das ist wahrscheinlich hier gar nicht geplant. So. Also ganz ehrlich. Verteidigt den Versammlungsbau. Ach da, guck, da steht's ja. Streitkräfte des Dunlands 59 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, irgendwo muss es wahrscheinlich dann auf Zeit gehen. Naja, die Zeit läuft ja fast ab. Kriegen wir also hin. Ja, dann hier hinten nochmal. Elfred ist schon wieder dabei, den Reiter zu reiten. So, okay, wird da. Ein kleiner Hauptmann. Dem hau ich ab, das Hauptmann. Ja. So, ihr lauft weg, dann laufe ich auch erstmal von den Bogenschützen weg. Will ja nicht, dass einer von euch umfällt. Euch soll's ja gut gehen. Ihr sollt leben. Die Finsternis wird euch verschlingen. Ich verschling euch bald hier. So, komm, ich helfe dir mal. Ja, das ging schnell. Abgeschlossen. Widerstand leisten. Sehr schön. Sprecht mit Leofred im Kumpfratsverlager der Rohirrim. Das ist gut. Oh, wir werden das zurückgeportet. Okay, ich hatte schon gedacht, ja, wir müssen alles noch fertig machen und dann geht es trotzdem weiter. Okay, wir haben es geschafft. Legendärer Gegenstand ist aufgestiegen. So weit sogar, dass ich den neu schmieden muss. Das können wir auch gleich mal übernehmen. Schmiedemeister, neu schmieden. Stein, welche Stufe hatte der? Ist okay. Verwirrende Flamme, glorreiche Ahnung. Ich nehme mal das hier. Ich weiß nicht, was das andere ist. Sagt mir jetzt gerade nichts. So. Na dann. Leo! Eure Hilfe ist hier willkommen. Ja. Ich wurde während des Kampfes bewusstlos geschlagen. Die Dunländer haben mich anscheinend für tot gehalten, nachdem... Hä?
Von wegen, haben sie alles gut geschafft. Na gut, zeremonieller Umhang, 43, 42 Wille, 133 Vitalität, Schadensreduzierung, Schadensbeherrschung. Nö, ich behalte meinen. So, 8, 7, 6, natürlich. Dann den. So, Widerstand leisten, abgeschlossen. Willkommen. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet. Sprecht mit Huvala nahe der Straße nach Tamehedras. Machen wir auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Schlüsse zu ziehen und dann ja, sind wir wahrscheinlich wirklich so allmählich in Richtung, ihr wisst schon, unterwegs, in Richtung Rohan. Denn, ich habe es ja schon angekündigt, das ist vermutlich das, was diese Aufnahme, nicht diese Folge vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall in dieser Aufnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, denn wir sind ja doch nicht weit oder unweit fortgeschritten. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Endlich mal ein bisschen weiter. So. Die Schattenböse oben, Scharmützel ist möglich. Ja, weiß ich. Macht jetzt nichts. So. Wir gehen erst einmal nach oben. Werden da oben noch ein paar Schlüsse ziehen. Und ich weiß nicht, ob da noch was kommt, ne? Wie gesagt, ich mache das auch das erste Mal, keine Ahnung. So, bla bla, bla 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 bla. So, okay. Wunderbar. So, wo steht er? Da oben. Alles klar. Huvala! Hallo, hier. Was ist euer Anliegen? Gut, dass ihr gekommen seid, bla bla, sprecht mit Zeradan im Kundschafterlager, kehrt zu Zeradan zurück, okay. So, okay, wir haben Schlüsse gezogen, welche, weiß ich nicht, es interessiert mich schon ein bisschen, was die da sagen, wenn es euch auch interessiert, haltet mal kurz die Pause oder pausiert einfach mal kurz das Video und lest euch das durch. Ich selbst werde vielleicht dasselbe nachher in der Aufnahme machen, einfach aus dem Grund, weil ich diese Reihe doch sehr nicht uninteressant finde ich. Ja, ist zwar kein Epos, also keine Buchreihe sozusagen, aber auch den Teil gerade finde ich gerade nicht unspannend. Deswegen, naja, ne, wie gesagt, wenn es euch auch so geht, pausiert einfach mal. Dafür ist das Spiel ja da, oder das Video, dass ihr auch mal pausieren könnt. Ja. So, wir sind gleich da. Dann sind wir nochmal im Kundschafterlager und ich weiß nicht, ich gehe aber davon aus, dass es das jetzt halt war. Irgendwo muss ja auch mal gut sein. So. So, Zeradan. Wir sind's. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Aha, Gwillon. Beenden. Nee, war's noch nicht. Okay, hab mich geirrt. Schlüsse ziehen. Hallo. Dämmerhund. Ich zieh dich gleich. So. Überbringer schlechter Botschaften. Ja, das kennen wir auch. Gwillon war ja die Hexe. Stimmt, die ist ja auch noch nicht ganz durch. Sprecht mit Leofard im Kundschafterlager der Rohirrim. Noch einmal Leo. Hey Leo, was hältst du? Seid willkommen. Sprecht mit Arwen im Isental. Aha, aha. Wo ist Isental? Isental ist... Wo ist denn das Isental? Oho. Ja. Damit, ja, ist unser Weg ja schon nahezu festgeschrieben. Hehe. Zumindest waren wir noch nie so lange, so nah dran an Isengard und an Rohan. Also gut, an Isengard waren wir schon so nah dran, gezwungenermaßen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Wir nähern uns so allmählich doch dem lieben Rohan. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit der Mechanik da funktioniert. Man soll ja auf dem Reittier kämpfen können oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert, wo das funktioniert, was da funktioniert. Ich hab's noch nicht gemacht. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall mal was sehr Interessantes, dass man quasi einen Mount hat, auf dem man fighten kann. Ich kenne das von keinem anderen großartigen Spiel, dass man halt direkt auf dem Mount weiter fighten kann, ohne abzusteigen sozusagen. Mal schauen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das gerade ausmale. Ihr werdet vielleicht schon wissen, ich nicht. Für mich ist das alles neu. Neuland. Also Rohanland. Wir werden sehen. Ha, ich bin gespannt. Im Neuland. So, okay. Haben es gleich geschafft, Leute. Haben es gleich geschafft. Handvoll Blaubeeren haben wir auch gleich geschafft.
Der Gio hat es geschafft, gerade C5 zu starten. Der hat nämlich gerade Bock drauf, sehe ich gerade hier auf Steam. Eine Information, die euch wahrscheinlich kaum interessiert. Aber ja, gut, wer die anderen Schlacht- und Mittelerde-Spiele kennt, der kennt natürlich auch Gio. Ja, und der spielt ja auch gerne C5. Nur kein Civ 6, deswegen war er beim letzten Mal nicht mit dabei. Was ich im Übrigen schade finde. Aber na gut, das muss jeder wissen. Für sich selber. So, okay, wir sind im Isental angekommen. Sind Überbringer schlechter Nachrichten. Da oben ist das Dunland, da ist das Isental, da geht es wahrscheinlich rüber nach Isengard. Ja, aber sehr richtig. Dann sehen wir weiter. So. 3 Blutbogenschützen, die brauchen wir eigentlich nicht. Lassen die also einfach mal Bogenschützen sein. Wie lange ist es eigentlich noch dunkel? Morgenröte. Die Morgenröte hat angebrochen, das ist schön. So, Herr Stallmeister, Isental erkunden haben wir. Ist ja relativ klein. So, wir werden uns auch gleich mal hier ein wenig verbinden. Ja, ein Bündnis ist ja immer gut. So, hier haben wir Aufgabenbrett, das brauchen wir im Moment nicht. Handelsmann, Vorrede brauchen wir im Moment auch nicht. Wir haben hier Kaldariff, den Rohirrim aufmachen. Okay. Naja, auf verfügbare Aufgabe. Hunde. Wenn ihr einen Augenblick hättet, ich brauche eure Hilfe. Guten Tag. Nehmen wir auch mit. Darf ich euch kurz in Anspruch nehmen? Das nicht, das hier nehme ich aber auch direkt mit rein, weil ich weiß nicht, wo Grimbolds Lager ist und nicht, dass ich da irgendwann versehentlich dran vorbeirette und das schon wieder mache. Wobei wir, glaube ich, nee, das hier hinten könnte Grimbolds Lager sein, ist egal, kriegen wir schon hin. So, auf jeden Fall ist hier hinten noch. Arwen, was hast du für uns? Die Dunländer sammeln sich um das Banner der Weißen Hand. Ja. Das Böse regt sich in den Schatten. Okay, das hätten wir geschafft. Wir brauchen Unterstützung. Genau. Wir sind jetzt mehr oder minder dann hier mit allen Quests, die wir einnehmen könnten, durch. Gut, dann gehen wir raus. Hatten draußen ja schon die erste Aufgabe gesehen. Und zwar besiegt bösartige Kriegshunde, beziehungsweise findet Kaldaroff. Ich glaube, das machen wir zuerst. Der müsste da drüben in der Ecke sein. Dann gehen wir da mal hin. Hüpf. So. Ach, ich freue mich. Ich freue mich immer, in neuen Gegenden zu sein. Am liebsten habe ich es natürlich, wenn es da gerade hell ist. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. So. So, Kadi, hier sind wir. Ein nicht gesprochenes Wort. Willkommen und seid gegrüßt. Fortsetzen. Bringt Kadarovs Nachricht zu Arwen. Kriegen wir hin. Schuld, Guten Tag. Äxte und so. Darf ich euch kurz in Anspruch nehmen? Billwisse besiegen. Jo, kriegen wir hin. Willkommen. Bleibt einen Augenblick. Höhleneingänge zum Einsturz bringen. Kriegen wir auch hin. Das treibt uns sehr weit in die andere Richtung momentan. Aber weißt du was? Wir gehen trotzdem mal. Müssen wir euch verhauen jetzt? Nee, nur Billwisse. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Kadi in Richtung Isental und da wird das schon passen. 3 Dörfchen hier und dann ein großer Fluss. Aha, naja, gucken wir mal. Die Pforte von Rohan. Wahrscheinlich muss es dann hier hinten noch eine Pforte von Rohan, ne. Ich weiß es nicht. Wo geht's denn dann hier durch? Ja, wird sich schon eröffnen, der Weg. Oh, ein Bündel ist schön. Nehme ich mit, steige ich auch sogar mal ab, weil ich ja eh noch verfolgt werde, wenn die sich nicht anders... Nein, tut sie nicht. Überlegt, hätten wir das eh nicht geschafft. So, komm her. Du willst eins auf die Nase, ne? Du willst unbedingt eins auf die Nase haben. Naja, wer bin ich, dass ich dir das nicht gönne? So. Lululululululu, rein da. Oh, Bogen des Jägers, 3. Zeitalter, schön. Die Pforte von Rohan kennt man ja effektiv auch als Gebiet in Schlacht um Mittelerde 2 und 1 natürlich auch. Ja, wie gesagt, hier in Herr der Ringe Online bin ich noch nie drin rumgerannt. Deswegen ist es wohl ja auch interessant zu sehen, wie es hier aussieht. So, Waage, wann bin ich Waage? Zählt also noch zu Dunland, wie es aussieht. Ist aber auch okay. So, wir müssen erstmal hier... Ne, wir müssen erstmal hier runter zu dem Bündel. Ja, genau. So machen wir das. Überall wagt es einen Wage herbei. Noch hier ist einer, der ist uns nicht einerlei. Ja, ich weiß. Ich sing schon wieder irgendwie einen Scheiß. So. So. Okay. Machen wir eben das Bündel. So, Eigentum, Menge, ach so, das sind, oh, ah, jo, ich verstehe, die Bündel muss ich sammeln. Toll. Oder?
Ach nee, das war wahrscheinlich, weil ich den Wagreiter getötet habe. Das kam halt verspätet an. So, Loot Dog, Waage. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Wobei das eigentlich hier sein müsste. Gehe ich doch mal runter. So, bist du diejenige, die ich verhauen muss? Ich frag nur. Oder ist hier eventuell diese Höhle, die wir zum Einsturz bringen müssen? Auch das ist natürlich nicht unmöglich. Hier hinten ist auch noch irgendwie Schein. Da die Fackel. Nee. Eigentlich direkt hier geradeaus. Sehr merkwürdig. Na gut. Wird schon Gründe haben. Ich muss jetzt nur den Weg wieder hochfinden. Der wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Und dann machen wir halt nach und nach weiter. Wird schon werden. So. Die Bogenschützen brauche ich ja erstmal nicht. Deswegen hauen wir die erstmal nicht. Sofern es nicht notwendig wird. Wir gehen lieber hoch. Und finden hier die Höhle. Okay. Auch gut. Dann wird es notwendig, den hier noch aus dem Hinten. Aus dem Hinten vor allem. Hinten fertig zu machen. Oder hat man ein Bündel? Oh, ja, es ist notwendig, dass ich erstmal das Bündel einsammle. Ja, manche Dinge sind halt immer mehr notwendig. Und außerdem ist da so ein Isengard-Reiter. Der schadet uns auch nicht, wenn wir den platt machen. Tschüss. So, Billwisse bezahlt, besiegt. Vermutlich so ein Ding gesammelt. Jawohl, Rohr und Eigentum. Eigentum vor allem. Eigentum. Ein Leittier. Komm, damit du nicht so viel leiden musst, mach ich dich auch noch platt. Weil ich kann. Dann werden wir wahrscheinlich den schwarzen Wagen jetzt auch gleich noch haben. Naja, was soll das? Komm. Wir kämpfen doch alle gerne. Wer macht das nicht? So. Noch ein Leittier, noch ein schwarzer Wag. Wir müssen aber diesmal in diese Richtung wirklich, weil hier irgendwo die Höhle sein muss, die ich irgendwie zum Einsturz bringen muss, vermutlich. Und, naja. Deswegen sind wir ja auch da. Einer ist schon tot. Nur angehustet oder was? So, hallo, Waage. Ich suche hier irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Besiegt Wildbilder? Nee, das ist doch das mit den Bildern, nicht die Höhle. Naja, die kriegen wir auch noch. So. Was ist denn da jetzt da hinten? Ah, da haben wir Waagreiter und auch noch ein Bündel. Schön. So. Was will man mehr? Außer Waagreiter und Bündel. So, komm mal her. Gut. Das tut gut. Okay. Hallo, Wagi, komm mal her. Ich hab dir was für dich und es würde nicht gefallen. So. Haben wir. Bündel. So, das hätten wir. Jetzt muss ich nur noch diese komischen weiteren Isental-Typen verhauen, wenn ich hier welche finde. Nur schwarze Waage, schwarzer Waag. Wie kannst du es wagen, hier dich durch die Gegend zu laufen? War gleich hier, naja. Sonst ist hier nichts großartig. Hm? Na gut. Können wir auch nur zwei gefolgt? Jämmerlich. Ich dachte, ich hätte mehr angelockt. Naja, gut, dann eben nicht. Okay. Es kann natürlich sein, dass dieses eine Dingens wirklich immer dieselbe Quest ist und dass da einfach nur um einer einzeln steht und dass das deswegen nicht angezeigt wird richtig. War ja auch schon mehrfach so hier, zum Beispiel dieser Wagreiter, dass der eben den Ring symbolisiert. Darf ich nicht ausschließen. So, damit hätten wir 4 von 8. Sind ja nur noch dann, naja, die Hälfte halt, ne? Logischerweise. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich kieke mich mal ein bisschen um, haue ein bisschen rum und ja, die Wagi sind sowieso dumm. Okay. Ich sehe, wie ihr im Bodengrabe liegt. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, Wag, Zweig, Wag. Brauchen wir nicht den Quark. Wir gehen mal wieder hoch. Reiten jetzt mehr oder minder ein bisschen, naja, wie ein Wilder durch die Gegend. In der Hoffnung, dass wir immer mal wieder einen bekommen. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen auf Respawns warten. Ist eine dumpfe Ahnung, aber naja, gut, dann ist es halt so. Ne?
So, das sind diese schwarzen Wargs. So groß ist das Gebiet jetzt halt auch nicht und so viele stehen hier leider nicht, als dass man da viele andere Isengard-Reiterlein verhauen kann. Was ist das hier? Birkenzweige? Nee, da steht noch was. Noch ein Krieger. Naja, eine Krieger brauchen wir ja nicht. Ich will Isengard-Wargreiter. Und dazu brauche ich erstmal hier so einen zum Beispiel. So einen will ich haben. So. Und danach noch zwei. Dann ist es vorbei. eigentlich wollte ich auf Fight hier. Dankeschön. So, was haben wir hier eigentlich? Legendäre Gegenstand wieder aufgestiegen. Jo, schön. Freue ich mich. Das ist nicht das, was ich brauche. Hier sind auch nur Leittiere. Keine Reittiere. Der reitet auch nicht. Der weitet nur. So. Hier dahinter ist auch keiner im Moment. Na gut, dann gehen wir halt nochmal die Runde. Wir laufen im Kreise, oh ja, alle finden Scheiße, das ist doch wunderbar. Ich mag es eigentlich auch nicht, aber was soll ich sagen, das brauche ich. Jetzt ist es vorbei, Manu, na klar. So, okay. Zwei Stück, wie gesagt, wir müssen halt auf den Respawn warten. Potenziell kann man natürlich sagen, ja komm, hauen wir noch 50 Waage dafür um. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Das mache ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier nichts sehe, werde ich jetzt einfach hier mir den Wargreiter hier holen und den Warg. Und dann sind wir ja auch gut. Ja, komm mal hier. Nicht abhauen, ja? Nicht abhauen. Ich habe dich so lange gesucht. Da willst du mir abhauen. Am Arsch, Kollege. So. So, den hätten wir. Dann machen wir eben dasselbe nochmal. Einfach mal durchreiten. Reiter, Reiter, Warg, Warg, Reiter, Reiter, Warg, Warg. Kein Wargreiter. Warg, Reiter, Warg, Warg, Warg. Alles Quark. Ach, kommt mal alle her hier. Komm. Los. Ich will mal eine kleine Herausforderung haben. Deswegen gibt's euch jetzt. So. 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 Naja, gut. Eine Herausforderung war es jetzt auch nicht, aber wir haben uns die Zeit vertrieben. Um den letzten dieser Viecher zu kriegen. Schön. Okay, haben wir. Jetzt aber hier. Pillen, pillen. Oh, apropos Zeit vertrieben. Wir haben so viel die Zeit vertrieben, dass die Zeit schon längst rum ist, sehe ich gerade. Na gut, dann beenden wir hier die Folge. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mich mal hingucken. Ja, wunderschön. Ist auch Sonnenaufgang. Das ist auch sehr schön. Bis zum nächsten Mal, bis denn und tschüss.